Hey Clasher, es ist Clankingszeit und ihr habt vorgeschlagen, ich benutze heute nur die am wenigsten benutzten Ausrüstungen in Clash of Clans. Und wir können auf der Webseite Clash Spot herausfinden, was die am meisten genutzten Ausrüstungen sind. Das bedeutet, ich wähle hier Rathaus 16 aus und damit auch noch zeitgleich das Assigned-Symbol. Das bedeutet, wir haben nur Rathaus 16 Zahlen und nur die Ausrüstungen, die die Spieler wirklich bei ihren Helden aktiv haben. Und mit diesen Einstellungen sehen wir, beim Barbarenkönig ist die am wenigsten benutzte Ausrüstung der Vampirschnurrbart, währenddessen der Stachelball die zweitwenigste Ausrüstung ist, die benutzt wird. Überraschenderweise, Erdbebenschuhe werden sogar wesentlich mehr benutzt, was mich persönlich überrascht. Aber das heißt, fürs Video dürfen wir nur den Stachelball und den Vampirschnurrbart benutzen. Bei der Königin ist das Ganze mit dem Riesenpfeil und dem Froschpfeil auf jeden Fall eine gewisse Herausforderung, wie ich das Ganze kombiniere, um ehrlich zu sein. Das wird auf jeden Fall interessant werden, aber das heißt, das sind die beiden Ausrüstungen, die wir hier für dieses Video benutzen können. Beim Wächter hingegen bin ich relativ froh über die beiden am wenigsten benutzten Ausrüstungen. Das ist nämlich der Feuerball mit der Wutaura. Das ist ja so ungefähr meine Lieblingskombination. Aber ich weiß, damit das nicht ein weiteres nur Feuerball-Video wird, werden wir das Ganze zweimal benutzen mit dieser Kombination. Und dann im dritten Angriff nutzen wir den Wut, das Wutjuwel mit eben der Heilungsaura, um nicht nur Feuerballangriffe zu haben. Ich glaube, das ist für alle hoffentlich in Ordnung. Aber das heißt, es bleibt nur noch ein Held übrig, wo wir noch kurz checken müssen, was die Ausrüstungen sind. Und das heißt, bei der Gladiatorin ist es der Raketenspeer und das ist keine große Überraschung. Das ist nicht so wirklich gut, es passt nicht so wirklich zu irgendeiner aktuellen Ausrüstung und es ist eine epische Ausrüstung, das heißt, es ist verdammt teuer, das Ganze zu upgraden. Auf Platz 2 von hinten allerdings ist die Eilflasche, was mich überrascht, weil das ist eigentlich die beste Ausrüstung für die Gladiatorin, vor allem in Kombination mit der Schweinritterpuppe. Aber hey, das heißt, Eilflasche plus Raketenspeer. Oh, das wird auf jeden Fall schwierig, denn vor allem die Synergie dazwischen ist sehr, sehr schlecht. Denn durch die erhöhte Angriffsgeschwindigkeit geht Raketensperre verloren auch noch on top. Also das heißt, die Gladiatorin wird bei weitem nicht so stark sein, wie ich mir das erhoffe. Aber hey, das sind die Ausrüstungen. Lass uns schauen, ob wir irgendwas gebacken bekommen im Clankrieg. Und damit stehen die Ausrüstungen fest. Das heißt, auf dem König Schnurrbart plus Stachelball, Königin haben wir natürlich Riesenpfeil und auch den Frostpfeil, Wächter, Feuerball und die Wutjuwel und auf der Gladiatorin die Eilflasche mit dem Raketenspeer. Und ich würde sagen, ich kombiniere das Ganze doch mal mit 11 Erdbebenzaubern. Yep, wer jetzt denkt, ich habe auf jeden Fall einen schrägen Humor. Nee, das meine ich ernst. Und zwar auf das gegnerische Dorf Nummer 1. Und ich erkläre euch ganz, ganz grob, was ich vorhabe. Und dann versuche ich das Ganze auch noch irgendwie hinzubekommen. Wir starten mit meinem Wächter. Und zwar hier unten mit einem Feuerball auf den Magierturm, um möglichst viel rauszubekommen. Wichtig aber ist, es wird kein Wächter-Charge oder ähnliches. Einfach nur Wächter plus Einhorn. Plus Feuerball, gleich Boom, zumindest so in der Theorie. Dann werde ich diesen Minenwerfer rausbekommen, um hier mein Katapult, also meine Beladmaschine zu setzen, dass die hier ein bisschen dem Wächter helfen kann. Wir werden dann hier oben versuchen, möglichst viele Gebäude rauszubekommen, von Anfang an mit Raketenballons. Ihr habt schon gesehen, wir haben eben über 30 Stück davon mit dabei. Denn der Grund dafür ist, dass ich versuchen möchte, die erste Reihe an Verteidigung hier oben rauszubekommen, sodass wir mit einem Erdbebenzauber und dem Raketenspeer der Gladiatorin das Rathaus rausbekommen. Das heißt, ungefähr sowas ist in der Art dann hoffentlich danach weg. Wir werden den König spielen, der soll hier jetzt zur gegnerischen König reinlaufen. Ich werde versuchen, diese beiden Gebäude rauszubekommen, sodass der Stachelball ins Zentrum reinspringt. Und dort habe ich dann jede Menge Erdbebenzauber, um alles rauszubekommen, was der Stachelball hier auch nur annähernd berührt. Das ist auch immer der Plan für den König. Die Königin dann soll am Ende einfach nur von der rechten Seite hier rein mit ihrem Riesenpfeil und weiteren Erdbebenzaubern hoffentlich weitere Gebäude rausbekommen. Und dann einfach mal hoffen und gucken, wie es eben so läuft. Ich würde sagen, der Plan steht, auf geht's und das kann einfach nur wild werden. Okay, und wir sind drinnen und das wird auf jeden Fall eine wilde, wilde Kiste werden. Ich bin immer noch sprachlos, dass ich jetzt auch versuche, mit 11 Erdbebenzauber. Naja, ich würde sagen, wir starten mit der Blasmaschine. Das heißt, hier die richtige Blasmaschine auswählen, damit zwei Raketenballons hier vorbereiten. Den direkt natürlich mit hinterher setzen. Und zwar zack. Wunderbar. Jetzt natürlich den Wächter hier unten hoffen, dass keine Tesla da sind. Ersten Erdbebenzauber und Abfahrt und jawollo, alles perfekt rausbekommen. Wächter arbeitet erstmal hier weiter. Können hier oben schon mal jetzt arbeiten mit zwei Raketenballons. Und dann arbeiten wir schon mal hier oben weiter. Da sind schon mal ein paar Tesla, die hier hochkommen. Aber passt, kriegen wir hin. Wächter ist unten immer noch sicher und geschützt. Wunderbar, oben haben wir auch fast alles wegbekommen. Hier nochmal zwei mit dazu, da nochmal zwei mit dazu. Und jetzt müssen wir so ein bisschen entspannen mit den Raketenballons, weil ich sonst ein bisschen Bammel habe, dass sie uns zu viel wegnehmen. Beziehungsweise nicht zu viel wegnehmen, sondern den Adler so früh aktivieren.
Aber wir haben jetzt einmal den König aktiviert, oder den König platziert. Das heißt, das sollte klar gehen. Unten soweit alles wunderbar. Okay, König. Aber wenn ich einen Spikey brauche, kann ich noch nicht aktivieren. Jetzt. Drei Erdbebenzauber. Oh mein Gott, schau euch das an einfach. So gut, so gut, so gut. Okay, okay. Jetzt hier oben noch die restlichen Sachen rausbekommen, damit gleich mein Kollege hier mit dem Raketenspeer gut unterwegs sein kann. Hinter der Torin. Soweit so gut. Hier schon mal weiter was wegnehmen. Königin können wir auch gleich mit dazu setzen, aber aktuell müssen wir erstmal nicht weiter. Nochmal ein, zwei. Ach, ich will doch hier oben die Bauhütte anvisieren. Komm schon. Und perfekt, hat funktioniert. Jetzt hier Gladiatoren mit dem Raketenspeer. Erdbebenzauber mit dazu. Aber jetzt haben wir einfach überall Erdbebenzauber drauf, damit einfach gar nichts mehr heilen kann. Erdbebenzauber, Alarm. So, jetzt können wir nochmal hier. Erdbebenzauber, Gladiatorenpfeil, Raketenballons. Leute, das sieht hier nach 3 Sternen aus. Let's go. Der Booster brauchen wir gar nicht. Oh mein Gott, es hat funktioniert und zwar viel, viel besser als gedacht. Okay, damit müssen wir natürlich direkt mit gutem Gefühl in den nächsten Angriff. Zweiter Angriff werden wir jetzt einen Elektrodrachen-Kampfbohrer-Angriff machen. Und wer sich jetzt fragt, bitte was? Das werde ich kurz erklären. Das heißt, wir starten erstmal natürlich hier mit dem Wächter. Und zwar nehmen wir die Gebäude hier vorne raus, um dann mit dem Wächter und Unsichtbarkeitszaubern den Feuerball auf das Rathaus drauf zu bekommen. Wir werden das Rathaus mit Erdbebenzaubern aktivieren und dann sollte das kein Problem sein. Wir werden dann mit meinem König hier auf der rechten Seite reinlaufen und ich hoffe, dass ich auf das Elixier, den Elixiersammler zu bekommen, sodass der Stachelball sowas in der Art hier am Ende reinspringt, Richtung Zentrum, Richtung Klanburg, um dann mit meiner Königin hier zu starten und mit dem Riesenfall auch hier reinzuschießen. Und mit dem Stachelball und dem Riesenfall sollten wir die Klanburg als Gebäude rausbekommen. Wenn die draußen ist, können wir dann mit dem Bohrer anfangen, also mit der Belagmaschine. Die geht hier auf die Gebäude, Luftabwehr, und dann sollte sie reingehen zum Minenwerfer. Und hier können wir dann, und hier kommen dann unsere Elektrodrachen aus der Klanburg und die werden wir natürlich erstmal klonen, um das gesamte Zentrum rauszubekommen. Der Luftficker fällt dadurch auch und das heißt, wir können mit mehr Elektrodrachen hier dann den linken Bereich rausbekommen. Alles, was da noch steht, ist hier oben das und das fällt hoffentlich mit meiner Gladiatorin, dem Raketenspeer und der Eilflasche. So zumindest in der Theorie. Kann das Praxis werden? Wir probieren es doch einfach mal aus. Das wird jetzt auf jeden Fall nicht einfach. Ich würde sagen, starten tun wir erstmal damit, den Wächter vorzubereiten. Und dann geht es hier in das Dörfchen rein mit den restlichen Sachen. Ja, kann auf jeden Fall was werden. Also, wir starten hier mit 1, 2, 1, 2, 1. Ich glaube, das sollte reichen, nicht wahr? Ich glaube, ein Raketenballon könnte hier unten die Kanone rausbekommen. Oder? Richtig? Jawollo, sehr schön. Da haben wir schon mal alles sehr, sehr effizient gemacht. Also, hier ist schon mal ein Magier hier mit dazu. Und dann würde ich behaupten, gehen wir auch schon gleich mit den Erdbeben und Chor ran. Das heißt, ein Erdbebenzauber hier, ein hier. Unsichtbarkeitszauber, Wächter, Abfahrt und... Jawollo, so muss das aussehen. Sehr schön. So, das heißt, Magier hier unten arbeitet. Wir müssen, glaube ich, noch ein, zwei Raketenballons aufs Rathaus spielen, um das rauszubekommen. Wir müssen den dritten Ballon mit da spielen, um ihn rauszubekommen. Sehr schön. So, jetzt hier König gleich. Der spielen wir mal hier mit dazu. Damit der auf jeden Fall richtig arbeitet. Königin können wir gleich hier unten mit dazu spielen. Wir lassen uns jetzt gerade ein bisschen Zeit. Aber ich bin ehrlich, ich glaube, wir brauchen die Zeit auf jeden Fall. Ansonsten wird das hier sehr, sehr schwierig, dass das Ganze so funktioniert, wie wir uns gedacht haben. König, wo läuft er hin? Ah, okay, gut. Machen wir es mal so. Jetzt hier. König Fähigkeit. Ah, der läuft in die falsche Richtung. Klanburg kommt jetzt raus. Ärgerlich, aber es geht noch alles in Ordnung. Jetzt hier unsere Belagerungsmaschine. Direkt mit dem mit dazu. Wir nutzen keine Unsichtbarkeitszauber. Ich brauche die Unsichtbarkeitszauber, glaube ich, für meinen Elektron-Part. Das ist, glaube ich, hier noch sehr, sehr wichtig gleich. Komm schon, geht zum Minenwerfer. Jawollo. Okay. Wutzauber. Dann natürlich den Klon. Wunderbar. Haben wir geschafft. Wir haben noch gleich die Gladiatoren auch noch mit dabei. Die restlichen Elektrodrachen mit dazu. Jawollo. Nochmal unsichtbar gemacht. Die Raketenballons für den Monolith. Auch natürlich die restlichen Kollegen hier. Ich muss natürlich, glaube ich, schauen, dass wir hier ein bisschen weglocken. Die Kollegen hier, wie heißt es? Die Eisgolems. Elektrodrachen sind überall. Babydrache können wir hier unten. Magier. Zahn auf sein Magier mit dazu. Der Turn jetzt hier. Wunderbar. Dann kriegen wir noch weitere. Oh, das sieht gut aus, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
funktioniert der nächste Verrückte. Also diese Kombination aus Raketenspeer und Eiflasche ist so unfassbar schlecht. Das ist der Wahnsinn. Weil die Angriffsgeschwindigkeit von der Gladiatorin dann ist so schnell, dass einfach Speere in der Luft verschwinden. Was ziemlich doof ist. Aber hey, es hat funktioniert, Leute. Es hat funktioniert. Wahnsinn. Ich würde sagen, ich bin überglücklich. Der dritte Part allerdings wird aber ein bisschen was anderes. Damit jetzt zum krönenden Finale. Und ihr wisst, ich habe viele Feuerball-Videos schon gemacht. Deswegen werden wir hier den Feuerball mit der am drittwenigsten Ausrüstung beim Wächter einfach mal austauschen. Das heißt, der Wächter für diesen Angriff wird dann das Wutjuwel haben und dazu am Ende das Heilbuch. Wir werden den Plan wie folgt machen. Wir starten mit meiner Königin direkt vor dieser Bauhütte. Die soll den Riesenfall direkt durch das Zentrum hier durchschießen. Ich hoffe, ich kriege das angewinkelt, denn dann können wir mit zwei Erdbebenzaubern hier die beiden Zaubertürme rausbekommen. Mit einem weiteren Erdbebenzauber und 6 Blitzen bekommen wir dann hier den Monolith raus. Und dann lassen wir die Königin entscheiden, weil es wird ein riesengroßer Queen Charge. Das heißt, die Königin kann entweder hier unten rein oder eben das Ganze hier oben rein. Also es ist vollkommen irrelevant, wo sie geht. Wir werden natürlich mit Babydrachen und Co. dafür sorgen, dass sie wirklich reingeht. Ich werde den Wächter zu meiner Königin mit dazu spielen, sodass wir die Wutaura die ganze Zeit haben. Das wird am besten hier am Ende das Wichtigste sein. Ich werde mit dem König auf der Seite reingehen, wo die Königin auch ist, um sie wirklich Richtung Zentrum, Richtung Rados zu drücken. Und dann haben wir, je nachdem, was hinten raus eben noch ist, die restlichen Aufräumarbeiten mit meiner Gladiatorin. Das ist der Plan. Ich würde sagen, wir gehen rein und ich hoffe, dass der Riesenpfeil irgendwie funktioniert. Hier habe ich am meisten Angst davor, dass unser Pfeil nicht wirklich durch das Zentrum durchgeht, sondern da es in Bauhütte ist. Nein! Schnell. Nein, das sollte gar... Ah, warte, ich nutze jetzt die 2 Erdbebenzauber. Nein, das sollte doch gar nicht... Ich wollte doch nur zeigen, wo ich die Königin platziere. Okay. Warte, Testballon. 3. Heiler hier oben mit der. Ja gut, dann ist halt die Zielsprache jetzt weg, okay? Ist jetzt auch kein Weltuntergang. Sagte er sich selber um einigermaßen. Der Monolith ist nicht ge. Oh Gott, wir hätten noch mehr Erdbeben zu. Okay. Okay, warte. Oh no. Alles läuft den Bach runter. Okay, warte, Wächter. So. König kann dahin. Eisgolem, den. Oh, der lebt mit 0 Leben, diese verdammten Bauarbeiter hier. Die machen viel zu guten Job. Headhunter. Eisgolems kommen gleich hier noch mit dazu. Oh Junge, komm schon. Arbeitet euch zurück. Der packt hier. Also vielleicht. Die Wutaura, komm, das hilft. König haben wir immer noch. Oh no, was ein Start. Was eine Katastrophe hier. Ich froste das mal. Und ich glaube, ich nutze auch gleich einen Wutzauber hier, um die Heiler noch ein bisschen mehr zu powern. König, wir haben auch die Fähigkeit. Oh, der Monolith ist gefallen. Oh mein Gott, okay. Schaffbar. Jetzt machen wir hier die Datoren. Jawohl. Raketenspeere kommen rein. Ja, let's go. Bitte lass mich das noch retten. So, Wutzauber. Oh, was brauchen wir hier? Oh, überlebt das, Königin. Okay, gut, wir brauchen Ablenkung, wir brauchen Schaden, wir brauchen alles, wir brauchen Alarm. Das ist wahrscheinlich der chaotischste Angriff, den ich jemals gemacht habe, aber es funktioniert! Es funktioniert! Oh mein Gott! Wie hat... Okay. Es tut mir leid, die kommentatorischen Eigenschaften beim letzten Angriff waren unter aller Sau, aber ich habe einen kurzen Herzinfarkt bekommen, nachdem die Blasmaschine hier oben platziert wurde. Das war nämlich nicht geplant. Ich wollte nur ungefähr verdeutlichen, wie wichtig dieser Riesenfall am Anfang sein wird, weil wir unbedingt den Monolithfallen raus haben müssen. Ist jetzt ein bisschen anders gekommen, könnte man sagen, aber hey, es hat funktioniert mit meinen komischen Ausflüchen, Stufen, was auch immer, was ich gerade eben abgegeben habe von mir. Aber es war dennoch unterhaltsam. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es macht mir super viel Spaß, solche verrückten Angriffe zu machen. Lasst mich wissen, ob wir zukünftig mehr von solchen, ja, man muss schon sagen, auf jeden Fall sehr, sehr kreativen Sachen eigentlich, oder? Also ich fand die Angriffe waren somit meine besten bisher mit auf Rados 16, muss ich sagen. Ich fand die sehr, sehr cool. Auch wenn nicht alles so geklappt hat, wie sollte. Aber hey, 3 sind 3 für uns. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Kleinstil. Bis heute rein. Ich wünsche euch was und tschö.